irgendwo ins Nirgendwo. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, da ist das Ziel, aber wie soll ich da bitte schön hinkommen? Das heißt, ich muss gleich links lang gehen. Ach du Heilige. Ah, ich glaube, ich weiß aber jetzt, wie es geht. Da müssen wir nur einen größeren Bogen machen, oder? Kann das sein? Was habe ich denn hier? Hier habe ich noch Meister Illen. Und in dem Laden kann ich mir auch noch mal was kaufen. Allerdings glaube ich, Robe. Was ist das hier für Dashhawk? Ich glaube, das bringt uns hier alles nichts mehr. Handschuh des Jun oder Yune. Windschreiterstiefel. Bonus auf Fallenentschärfung. Ja, die sehen ganz gut aus, aber die Bocknerkunst der da kaufe ich mir sicher nichts. Das versichere ich euch. So, jetzt gehe ich nämlich mal links lang, hier lang. Und ja, das sieht doch sehr viel schöner aus. Jetzt kommt das auch hin, dass wir da hinten zum Ziel kommen. Müssen wir ja irgendwie, oder müssen wir durch diese Höhle gehen? Oh nein, bitte nicht. Wir müssen durch die Höhle gehen, das geht gar nicht anders. Berghöhle. Ja, na klar. Und dann kommen wir da hinten wieder raus. Da war nämlich noch so ein anderes X. Gut, dann darf ich jetzt einmal durch die Berghöhle stampfen und marschieren. Und hast du nicht gesehen? Ist das hier nicht der falsche Weg? Doch. Gut, ich drehe nochmal um. Denn ich kann mir das irgendwie nicht abgewöhnen, in solchen Höhlen immer den falschen Weg zu gehen. So, ich muss jetzt runter. Und hier. Und einmal zickzack. Und glaub mir, ich kollabiere gleich, wenn hier jetzt ein Gegner kommt. Also wenn hier sich hier wieder Spinnen abseilen oder so. Kriege ich einen Herzinfarkt, weil das Spiel gerade so schön ruhig ist. Und ich hasse sowas, wenn dann auf einmal... Wenn es auf einmal so erschreckend wird. So, kommen hier jetzt wieder Gegner. Würde mich nicht wundern. Ah nee, hier liegt sogar noch das Dings. Riesenteil. Das ganze Geld und so ist hier auch noch. Schätze, die liegen hier auch noch? Wie viel Geld? Ach, Rosen, Diamant und Tiger-Augenbruchstück. Also, doch nur Plunder eigentlich. So, hier können wir das Gebiet verlassen. Nee, Moment. Moment. Was haben wir hier denn noch? Schätze. Rabenfeder, Ring der Rechenschaft und Geld. Ah, okay, wir konnten diese Schätze also zweimal anklicken. Und, lass mich mal kurz was schauen, wenn wir jetzt hier das Gebiet verlassen und zum Thunderhügel gehen. Also ganz ehrlich, Leute, logischerweise müssten wir jetzt... Hä, wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Wir sind jetzt schon wieder hier. Okay, Leute, das muss ich erstmal herausfinden, wie wir mit Meryl da hinkommen. Auf jeden Fall werde ich dann fürs Erste mich bedeckt halten und erstmal die anderen Aufträge machen, weil ich das gerade nicht verstehe. Gerechtigkeit und Minenmassaker haben wir noch in der Knochengrube. Die mache ich aber erstmal nicht. Ich werde nämlich erstmal zu den Docks bei Nacht gehen. Gefälligkeiten und Schuld. Gut. Das sieht nach einem leichten Auftrag aus. Oder, naja, es hört sich schon mal leicht an. Und ja. Sowas habe ich doch gerne. Schade, jetzt habe ich Dings nicht dabei, Varric. Aber dafür, Meryl, hau mal einen Sturm rein, bitte. Let's go. Bam. Dafür bekommen wir einen ordentlichen Preis. Und nochmal ein Sturm. Bam. Unsere Gegner waren ohne. So. Und das war's dann mit unseren Gegnern, würde ich sagen. Und ich weiß schon, was ich auf jeden Fall beim nächsten Stufenaufstieg bei Meryl skill, nämlich Konstitution. Das ist mir ganz egal, die hat genug Magie. Auf dieser Route wird Donnick patrouillieren. Aber die braucht ein bisschen mehr Leben. Dann lasst uns herausfinden, wie seine Patrouille aussieht. Donnick! Was ist los? Donnick, ich werde dir helfen, pass auf! Keine Sorge! Ach du Kacke! Fenris, ich brauch dich hier! Komm! Was ist los? Wieso hängt Meryl hier jetzt rum? Ja, komm! Nein, ich muss sie retten! Los, Wirbelsturm!
Nein, Mary wurde besiegt, aber komm, Fenris. Mach du weiter. Noch ein Explosionsfeuer und. Mach den Bastard wieder! Muss ich Donnick auch besiegen? Nein. Fenris, wo bist du? Komm her. Greif weiter an. Möge am Drachen abbleiben! Wenigstens wurden die betäubt. Und wir haben gesiegt, würde ich sagen, oder? Ah, nee. Da kommen ja noch ein paar mehr Gegner. Ergebt euch sogar! Gut, ich habe nur kurz die Kohle eingesammelt, aber weiter geht's. So. Na los, du Alchemist. Du bist auch sofort da. Nun denn, was führt den Champion auf meine Patrouillenroute? Worum geht es hier, Hauptmann? Habt ihr Angst, dass ich meine Arbeit nicht allein schaffe? Nichts dergleichen, Gardist. Und ihr könnt wie immer offen sagen, was ihr denkt. Es sieht aus, als würde sie euch zu ziemlich gefährlichen Patrouillen drängen. Ha, wenn man möchte, kann man auch einfach in der Kaserne rumsitzen. Allerdings sollte man da nicht allzu bald mit einer Beförderung rechnen. Ich muss zugeben, dass unsere Verluste zurückgegangen sind. Wer allerdings nicht zäh genug ist, kann seine Karriere vergessen. Wäre das dann alles, Hauptmann? Ich muss meine Patrouille wieder aufnehmen. Evelyn? Ihr könnt gehen, Gardist. Das dürfte genügen. Und das könnt ihr jetzt dem Templer erzählen. In der Tat. Gut, reden wir mit Kalle. So. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Items? Nee, oder? Cottery-Schurke. Kann ich hier irgendwie verschwinden? Nein, natürlich nicht. Am Ende des Gangs ist eine Tür, die man leider nicht betreten kann. Und man darf nochmal zurückwatschen, um... Hä? Gegner! Ich sehe Gegner, aber wo? Moment mal, die sind hier unten? Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Hier unten sind Gegner. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, Angriff. Sehr schön, Fenris. Die sind kaputt. Und Sense bitte. Nein, nein, nein. Mächtiger Schlag. Oh je, yeah, ich hatte noch genug Ausdauer. Sehr schön. Weiter. Da hinten habe ich doch schon irgendjemanden ins Wasser springen sehen. Ach, hier. Hier auf der Treppe können wir auch weiter kämpfen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Oh yeah. Sehr schön. Na komm. Willst du baden gehen, Kollege? Dann mach das mal. Obwohl, jetzt habe ich dich leider nicht ins Wasser geschleudert bekommen. Der Wirbelsturm war nice. Ich stehe meinem Ende entgegen. So. Pech, dass wir so gut sind. Und damit wurden auch die letzten Sklavenjäger besiegt. Und ich schau mich wie immer um. Ich klapper noch mal ein bisschen ab, aber ne, hier sind keine Items mehr. Dann würde ich sagen, weiter geht's mit Fenris, mit Evelyn, mit Hawk und allen in die Oberstadt nicht. In die Unterstadt? Nein, wir reisen in die Geigenburg. Bei Tag. Und, so, ich bin gespannt, was jetzt geschieht. Wir reden erstmal mit Kalle. Ihr seid naiver, als ich dachte. Wieso? Was habe ich euch jetzt wieder getan? Mir? Nichts. Noch nicht. Oh, Fenris. Es geht um euch. Ihr macht euch überhaupt keinen Begriff davon, wie viele Magier bereits den Weg beschritten haben, den ihr gerade geht. Mein Clan hat nicht an mich geglaubt. Wenn ihr das auch nicht tut, ist mir das gleichgültig. Gut, Fenris, ich glaube, bei Meryl hast du verkackt und ich freue mich jetzt auf eine schöne Predigt von Evelyn an Hauptmann Cullen. Champion, und der Hauptmann ist auch bei euch. Ich nehme an, ihr seid nicht allzu glücklich über die Anschuldigungen gegen sie. Das könnte man so sagen. Ich habe keinerlei Beweise gefunden, die die Anschuldigungen gegen sie stützen würden. Genau wie ich es vermutet hatte. Warum wird die Sache dann so aufgebauscht? Manche sind der Meinung, die Lösung der aktuellen Führungskrise liege darin, einige Befugnisse zusammenzuführen. Und wenn diese Beschwerden, ob haltlos oder nicht, anhalten, werden sie als Rechtfertigung dafür dienen, die Position des Hauptmanns der Wache abzuschaffen.
Das wäre die einfachste Lösung, ob ich sie nun befürworte oder nicht. Die Ankläger sollen es Evelyn selbst sagen. Wenn sie schon Lügen über sie verbreiten wollen, dann sollen sie ihr dabei gefälligst in die Augen sehen. Dem stimme ich zu. Aber leider haben anonyme Ankläger nur selten den Mut dazu. Ich kann euch jedoch sagen, dass sämtliche Beschwerden aus der Unterstadt kommen. Gardistin Brennan ist dort auf Patrouille. Warum sollte sie mir das verschweigen? Ich weiß es nicht, aber ich entschuldige mich für unsere Mutmaßungen, Hauptmann der Wache. Das war bedauerlich. Damit ist es nicht getan. Gefälligkeiten und Schuld wurde aktualisiert. Suche nachts gemeinsam mit Evelyn die Unterstadt auf und sprich mit Gardistin Brennan über die unbegründeten Beschwerden, die aus dem Viertel kommen. Gut, machen wir bei Gelegenheit mal, aber ich gehe jetzt erstmal in die Haie. Ich bin müde, es ist jetzt, glaube ich, um die 24 Uhr oder so. Wir speichern das Ganze jetzt mal unter Let's Play. Ja, speichere ich und, ich glaube, ihr merkt schon, ich glaube, sinnvolles Gameplay und Kommentare kriege ich hier heute nicht mehr hin. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich hoffe, euch haben die Parts trotzdem einigermaßen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Dragon Age 2. Bis dahin, tschö.